Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Skyrim Rollenspielprojekt von der Anniversary Edition. Jo, der Schaber, das ist unser Diener. Haben wir nicht noch einen anderen Diener, eine Frau? Ich weiß nicht, wo sie ist. Glover Mallory. Habt ihr meine Spitzhacke schon? Genau, das ist der Schmied. Und sagt was Kreskius, braucht ihr? Gib mir die Spitzhacke besser zurück. Sonst. Es ist die immer haben eine wir auch Freude, geredet. An die euch vorbeilaufen zu sehen. Ja? Darf ich euch um etwas bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr Ragnar der Rote singen? Könnt ihr die das Zeitalter der Aggression? Also Ragnar der Rote kenne ich ein bisschen, ist ein bisschen ja komisch. Aber Zeitalter der Aggression, das tönt so spannend. Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Ah, vom Kaiservolk. Cool. Also, dann spiel mal bitte. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmmäntel AD und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang, und kommt unser Entführt nach Sovngarde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Klatsch, 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 klatsch. So, Charis, du bist ja... Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Oh ja. Also gut. Krass. So, also da war sie. Versteckt. Es ist immer... Als Frau des zweiten Ratsherrn von Rabenfels wäre es mir eine Freude, euch auf jede nur erdenkliche Weise zu helfen. Ja, danke schön, Westerhellmann. Adriel Arano, zweiter Ratsherr von Rabenfels. Wie ich diesen Titel hasse. Der verdammte Idiot wird sich eines Tages noch dafür umbringen lassen. Sorgt euch sehr um euren Mann. Sein Leben ist in großer Gefahr, aber er gibt nicht viel auf seine Sicherheit. Wenn ich nachts einschlafe, kann ich nur hoffen, dass er immer noch da ist, wenn ich aufwache. Diese Insel war nicht für uns bestimmt. Hier gibt es zu viel Tod. Vielleicht solltet ihr nach Morrowind zurückkehren. Wenn ich Adriel dazu überreden könnte, wäre ich schon auf dem nächsten Schiff zurück nach Schwarzlicht. Leider sind Adriel und Ratsherr Morwein sehr eng befreundet und werden einander nie im Stich lassen. Egal, wie es mir dabei geht. Ihr habt ihm nicht gesagt, wie er euch fühlt? Ich bin die Frau eines zweiten Ratsherrn. Da werden eben gewisse Dinge von mir erwartet. Das Wichtigste ist, dass ich zu Adriel halte, egal wie mir zumute ist. Und das werde ich tun, bis wir von diesem elenden Felsen wegkommen. Woher stammt ihr ursprünglich? Adriel und ich lebten in Schwarzlicht, der Hauptstadt von Morrowind. Im Lauf der letzten 1000 Jahre hat das Haus Redoran viel für Schwarzlicht getan. Es ist jetzt ebenso glanzvoll wie Gramfeste selbst. Der Wurzelturm, in dem der Rat der großen Häuser tagt, ist ein ganz besonderer Anblick. Klingt sehr interessant. Das muss ziemlich beeindruckend aussehen. Ich war seit über 50 Jahren nicht mehr in der Stadt. Das ist selbst für einen Dunmeer eine Ewigkeit. Trotzdem hoffe ich, irgendwann dorthin zurückzukehren. Aber das ist unwahrscheinlich, so ergeben wie mein Mann dem Ratsherrn Morwein ist. Ja, ich möchte gerne ein Bier ausgeben oder einen Schnaps ausgeben. Ja. Oh, wie freundlich. Richtet Geldes meinen Dank aus, ja? Also die Hälfte haben wir schon mal. Ich hoffe, die Quest geht nicht mehr so lang. Wir beide sind vom gleichen Folianten zu entlohnen. Meine Frau und ich tun, was wir können, um Rabenfels satt zu machen. Was genau sind aschgewachsene Lebensmittel? Die Dunmer züchten schon seit tausenden von Jahren Erzeugnisse in den Aschlanden. Sie entstanden aus der Notwendigkeit, in dem rauen Klima unserer Heimat zu überleben. Und jetzt, mit den ständigen Ausbrüchen des Roten Berges, sind sie wichtiger denn je. Wird dazu Magie angewendet? Nein, nur die Telvanni können aus Asche etwas Lebendiges erschaffen. Nein, dazu braucht man nur die richtigen Zutaten, die richtigen Werkzeuge und viel Geduld.
Ja, hier, Prost. Es ist immer ein Vergnügen, eine von Geldes neuen Mixturen zu kosten. So, du darfst auch kurz. Ich habe immer reichlich Essen im Angebot. Ja? Du? Was kann ich für euch tun? Was macht ihr hier in der Gegend? Ich bin Barde, ausgebildet an der Bardenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Okay, gerne. Bis zum nächsten Mal. Also, du hast auch fertig Solange erzählt. Solange ihr unsere Gesetze befolgt, wird euer Aufenthalt hier toleriert. Andernfalls müsst ihr euch vor der Redoran-Wache verantworten. Hier, Prost. Was? Oh, nein, danke. Ich muss an den klaren Kopf bewahren. Noch einer, der nicht will. Denkt daran. Wir behalten euch im Auge. Ihr braucht etwas? Ich wäre mit dem erstbesten Schiff weg von hier. Ihr braucht etwas? Okay, die anderen sind draußen scheinbar. Ja, hier haben wir noch zwei, drei. Ich arbeite für Morgul. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihm. Prost, Neckerl. Gebt diese Brühe und schüttet sie in einen Brunnen. Also gut. Teldrin Zero, Mietklinge. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt, steht... Wenn ich genug Kleingeld habe, eventuell als drittes königliches Ratmitglied. Clown tue ich jetzt direkt noch nicht, oder? Ich probiere es jetzt einfach mal. Oh, ein bisschen Schnaps verkaufen. Oh, hey, hab ich Glück gehabt. Das geht manchmal so schnell. Schnaps. Eine Holzfällerachs, vielleicht ein bisschen Holz hacken. Und wo waren diese Getränke? Irgendwo waren Tränke. Oh, geil. Ein Riesenfass. Okay, die kann man einfach mitnehmen. Aber irgendwo waren so drei gelbe Getränke. In der Kiste ist nichts. Oh, hier sind ganz viele Aschsüßkartoffeln. Aber irgendwo hier... Ah, hier vorne. Ja, hier. Ah, das sind Feuersalze. Okay, kann man die irgendwie klauen, ohne dass ich sehen werde? Irgendwo werde ich gesehen. Schade. Aber hier. So. Nochmals. Gerrit, der Meistertyp. Auch immer die Guten sind sehr gut bewacht. Was? Wie schnell ging das denn? Ey, das ist nicht normal. Macht man irgendwie einen Schritt? Es ist doch schwieriger, als ich gedacht habe. Also zu viel möchte ich jetzt auch nicht. Seht ihr? Ich mache Lärm beim Aufnehmen oder so. Was zum? Okay, ich habe doch ein paar Sachen erwischt. So. Und, es hat niemand gesehen. Nicht meine tapferen Zuschauer. Nee, nicht mal die. Psst. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Kurzen Schnaps trinken mit mir. Alles, womit ihr Rabenfels helfen könnt, wird hochgeschätzt und natürlich auch angemessen belohnt. Also wir sind echt gut im Klauen. Wir müssen zuerst mal ein bisschen mehr klauen. Der gute alte Geldes schafft es doch immer wieder, uns zu erfreuen und halb blind zu machen. Vielen Dank. Ja, der trinkt gleich mal doppelt. Solltet ihr die Dinge rund um Rabenfels besprechen. So, aber jetzt müssen wir so langsam mal ein bisschen Action machen. Es ist halt auch dunkel, oder? Was ist denn für Zeit? Okay. Ja. Mitternacht. Da oben waren wir noch nicht. Gehen wir zuerst zum Schiff. Da hat es doch ein paar Leute gehabt. Die schlafen hier. Sprecht mit Kapitän Gerlund, wenn ihr eine Überfahrt wollt. Wollt ihr nach Windhelm reisen? Nein, ich möchte, dass ihr sauft. Es gibt nichts Edleres als Dunkelelfen zu jammern. Wie reinster Nektar. Wie lange fahrt ihr schon als Captain der See, zur See?
Ich segle jetzt schon fast 20 Jahre mit der Nordmaid über das Geistermeer. Habt ihr schon immer auf einer Fähre gearbeitet? Keineswegs. Früher habe ich in den Gewässern vor Solstheim gefischt, hab davon gar nicht schlecht gelebt. Aber im Lauf der Jahre hat die Asche vom Roten Berg das Meer dort oben vergiftet. Das Fischen wurde schwierig. Hätte es meine Versorgungsfahrten nach Rabenfels nicht gegeben, hätte ich mein Schiff schon verkauft und wäre nach Rifton zurückgezogen. Coole Säule hier. Eine Lichtsäule. Cool. Nein, das möchte ich. Möge der Wind immer in eurem Rücken sein, mein Freund. Sorry, sie schlafen neben dem Bett. Neben der Matratze. Also, ja, fair. Sprecht mit Kapitän Gerlund, wenn ihr eine Überfahrt buchen möchtet. Nö. Noch nicht. Hier ist Hackholz zum Beispiel, aber das mache ich jetzt nicht. Arbeiten müssen wir, können wir später. Müssen wir auch nicht gerade so direkt. Oh. Aus dem Weg. Du stehst aber. Tempel, oh. Cool. Können wir hinten durch. Aha. Oh, schön. Oh, Smaragde. Ja, hier gibt's geiles Zeugs, aber sie sind natürlich Opfergaben, die dürfte man nicht klauen. Das wäre nicht gut. So, das mache ich nicht. Ich muss ja schon klauen wegen dem Spiel. Damit ich levele. Hallo? Seid ihr hier, um zu beten? Oder unserem Ahnengrab euren Respekt zu erweisen? Nein, saufe etwas. Wo sind die Ahnengräber? Dort begraben wir unsere Toten. Es sind heilige Stätten, mit denen wir ihr Dahinscheiden ehren. Leider konnten wir das Ahnengrab unter dem Tempel in letzter Zeit nicht benutzen, also mussten wir die Überreste an anderen Orten bestatten. Warum könnt ihr das Grab nicht betreten? Wegen der verfluchten Aschenbrut, diesen Abscheulichkeiten, die sich aus der Asche unserer Ahnen erhoben haben. Sie beschmutzen das Andenken an unsere Vorväter, indem sie ihre sterblichen Überreste entehren. Ich säubere das Grab für euch. Oh, okay. Hab Dank, Fremdling. Das wäre wirklich sehr freundlich. Hier, mit diesem Schlüssel sollte sich dessen Tür öffnen lassen. Wie bestatten die Dunmer ihre Toten? Die Dunmer begraben ihre Toten nicht. Und lassen sie auch nicht in einem Steinsarkophag verrotten. Stirbt ein Dunmer, wird seine Leiche dem Feuer überantwortet, damit er wieder zu der Asche wird, aus der er entstanden ist. Die Dunmer glauben nicht, dass der Tod das Ende ist. Wir glauben, dass er der Anfang ist. Was genau ist das Regenerat? Das Regenerat ist das wahre Tribunal. Die Daedra, die das Volk der Dunmer segnen. Azura, Mephala und Boetia. Wir nennen sie das wahre Tribunal, weil sie ihren Platz in unseren Herzen von dem falschen Tribunal zurückerobert haben. Das falsche Tribunal? Sotasil, Almalexia und Vivek repräsentieren Wesen, die durch ihre Taten die Herzen der Dunmer gewannen, sie aber blendeten. Das waren Verirrungen, falsche Propheten. Sie nutzten ihren Status als Helden, um das wahre Tribunal vor unseren Gedanken zu verbergen. Aber nun, da sie vernichtet wurden, kann das Licht endlich auf das Haus des Regenerats scheinen. Gut, danke schön. Seid vorsichtig. Die Aschenbrut sind seelenlose Wesen, die kein Mitleid kennen. Ja. So, wo ist jetzt eigentlich unsere Dame? Wieso ist die jetzt nicht dabei? Lady! Haben wir ihn genommen und die Dame wieder entlassen oder was? Kann auch sein.
verzeiht, aber der Tempel ist nur für die Gläubigen. Fremdlinge sind hier nicht willkommen. Ja, sag einfach etwas. Nehmt diese abscheuliche Flüssigkeit weg von mir. Ach komm schon. Ungläubige sind hier nicht willkommen. Wieso? Ich bin doch gläubig. Todesmal. Eine Piratengeschichte. Oh nein, danke. Ich möchte spielen und nicht lesen. Ich muss schon sehr viel lesen nebenbei. Also, wo ist sie? Ich brauche doch sie wieder. Kann doch nicht sie einfach entlassen, weil ich jemand anders nehme. Also, er ist schon cool, aber... Gehen was hat er denn? Was braucht ihr? Oh Gold. Ein Dietrich brauche ich auch. Eine Halskette brauchst du nicht. Ein Granatstein brauche ich auch. Ja, die können wir auch verkaufen. Stahlpfeil. Ich weiß es nicht. Eine orkische Kriegsaxt für den Anfang zum Händeln. Ja, muss nicht mit dem Bogen kämpfen. Ich brauche die Pfeile noch. Dankeschön. Lieber so als ganz anders. Also, dann speichern wir wieder ein bisschen. Ihr wollt nach Ebenerz schürfen? Ihr vergeudet eure Zeit. Die Mine ist völlig... Geht hinüber zum Spuckenden. So, wer haben wir denn im Gefängnis? Ah. Oh. Verdammte Asche. Hm. Okay. Ist niemand drin scheinbar. Ja, ja, und hier das Bollwerk. Okay, was ist denn hier drin? Glover Mallory ist ein Naturtalent mit Hammer und... Das ist eine Erinnerung, dass Glut, Brandwein und ähnliche Schmugglerwaren für euch alle tabu sind. Jede Wache, die mit einem derartigen Gegenstand bei Besitz erwischt wird, wird diszipliniert und läuft Gefahr, anders aus der Raterumwache entfernt zu werden. Hat man belobt. Amboss, er hat meine Rüstung meisterlich repariert. Cool. Jo, sieht interessant aus hier so. Komm mal, komm. Hm. Matze. Matze ist auch sehr bekannt aus dem anderen Spiel, also aus dem Vorvorgänger. Oh, das rote Ja. Ja. Expert. Hm. Ja, ich werde sicher auch mal Morrowind. Wenn ihr die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft und auch ja, das andere. Also die Insel Vjartenfell in Teil 3 und in Teil 4 ist es ja dieses Kaiserliche. Jetzt nicht gerade so der Name weiß, aber ja, könnt ihr ja nachschlagen. So. Und ein Marze. Ja. Wie spielt man als Alkoholiker in. Ja. Skyrim, hm? Und als Gaul. Knoblauch. Ja, die brauchen wir. Viele Vampire. Ui. Hust, hust, hust. Wieso hat sie hier so viele Sachen, obwohl es verlassen ist? Oh, schön. Es lohnt sich schon, in einem Add-on zu starten. Aber natürlich können wir das nicht einfach so durchspielen, weil es lohnt sich einfach nicht. Jetzt schon alles zu betreten und nicht machen können oder so. Wir müssen, glaube ich, mit Solstheim noch ein bisschen warten. Also, dass es einfach nicht gerade so unfair wird, wie auch ja auch schon im Let's Play, oder? Ist, gibt es immer noch Regeln. Brecht sie und euch erwartet der Kerker. Also, wenn ich sage, was ist denn das hier? Okay, große Vogel. Cool.
Und das halt. Ey, ich wollte gar nicht. Ich muss zuerst manchmal schauen und erst anklicken. Also, dann gehen wir noch ein bisschen raus in die Wildnis. Wir müssen noch zwei reden, wir müssen noch zwei finden, aber es ist halt Nacht. Was ist jetzt für Zeit? 3.12 Uhr morgen. Okay, hier müssen wir noch reinkommen. In die Mine vielleicht? Okay, hier haben wir noch nichts. Hat es in der Mine noch irgendwelche Leute? Okay, leider kann man nur so bei der Tür. Ich dachte, diese wäre offen und man könnte einfach reingehen, ohne das Gebiet zu wechseln. Also, was machen wir? Warten einfach kurz hier. 5 Stunden. Ja, 4 Stunden, oder? Ja, 5 Stunden ist eher besser. Und jetzt können wir hier rein. Nein. Schlafen die bis 9 Uhr oder was? Hier muss ich ja auch nicht rein. Ist auch zu. Aha. Cool. So, aufwachen. Ich muss Schnaps verteilen. Supulus. Krass. Sind nicht so viele Steine. Gehen wir aufs Gebäude hoch und guckt mir das genau an. Wenn ihr fragt, wieso solche die Gebäude so komisch aussehen, das sind eigentlich ganz alte Knochen und so. Die gibt es überall im dritten Teil von Elder Scrolls. Ja, aber die muss ich nicht mitnehmen. So, warten wir noch kurz. Ja, dann gehen wir noch kurz in die Kneipe. Du bist einfach. Nein, nicht hier. Das ist die Kneipe gewesen. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen Action. Ja. Ihr braucht etwas? Ich warne euch nur einmal. Geht mir aus dem Weg. Dann werden wir uns bestens verstehen. Und du hörst auf zu warnen, die. Ja. Ich gehe dann mal wieder. Ich muss keine Warnung haben, ich will nur mit dir reden. Ihr braucht etwas? Geht voran. Wenn du jetzt hier... Dann geht er weg. Okay. Azuras Weisheit sei mit euch, Freund. Also ich denke mal, sie kommt mal mit. Irgendwas geht mit diesem Follow-Tweaks nicht in Ordnung. Ich habe ihn ganz normal installiert, so wie er sein muss. Es stand nicht, dass er noch einen Submod braucht, sonst mache ich das einfach noch. Es war irgendwie etwas nicht in Ordnung war. Also, wenn nichts steht, oder dann ist er eigentlich, braucht es ja nichts. Aber es kann schon sein, dass es Konflikte mit einem anderen Mod gibt und vielleicht muss ich noch rausfinden, welcher Mod Konflikte macht. Also der UFO habe ich ja deaktiviert, der Ultimate Follower Overhaul. Also mit dem tut es nicht clinchen. Aber keine Ahnung. Bei Skyrim ist das sehr empfindlich. Es ist schlecht gemacht mit den Scripts. Also wenn einer den gleichen Script braucht, den gleichen Platz, dann einfach nichts mehr geht. Also einfach diese Clinches gibt. Ich gehe dann mal wieder. Jo, der benutzt einen Code und der benutzt einen Code. Ist genauso wie Minecraft sehr schlimm zu modden. Aber gut, und deshalb kann auch irgendwie etwas passieren wie... Jo, NPCs greifen an, die eigentlich ganz harmlos sein sollten. Was machst du hier? Ja? Im Brunnen stehen. Willkommen in Rabenfels. Kann ich euch mit ein paar guten, aschgewachsenen Erzeugnissen locken? Okay, der Hof geht gar nicht auf. Es ist immer gehört. Eine Freude, einen Mann wie euch vorbeilaufen Schmied zu sehen. Noch nicht da. Also wo sind die zwei letzten Leute?
Und in der ersten Quest habe ich irgendwelche Bindungsprobleme. Hallo. Wendil Severin. Eine Ehre, euch kennenzulernen, Sergio. Scheinbar habe ich nicht schon gedacht. Mein Mann Wendil fürchtete, Besucher würden Rabenfels meiden. Ich bin froh, dass er sich geirrt hat. So viele Menschen in einer Stadt, einfach so. Sicher. Ich habe gerade auch nichts Besseres zu tun. Möge euer Weg frei von... So, noch eine. Und einer. Was habt ihr denn hier unten? Geil, ihr habt aber große Räume. Oh. Habt ihr auch Schätze? Stroh! Ah, hier liegt nur Stroh herum. Was ist nur los mit euch? Wollt ihr etwa alles kaputt machen? Nee, ich mach nichts kaputt. Die haben überall Aschekartoffeln. Ich hab doch gesehen, wie ihr sie anseht. Wie dumm haltet ihr mich? Oh, geil. Boah. Also ich war's nicht, hä? Nicht ausplaudern. Ich möchte nur ein bisschen einen besseren Start, damit ihr wieder mehr Spaß habt. Und der reichste Mann direkt den zweiten Part. Nö. Starten immer besser. Das heißt Sex, was ich brauche. Genau, wir haben im letzten Part ja dieses Anwesen besuchen wollen und dieses Anwesen war sehr verbuggt. Wir haben sehr, sehr schwer. Ich muss mich also noch ein bisschen vorbereiten. Weiß dort von Geister, so wie mit. Und ich habe ja eine Ult gehört oder so dabei gehabt. Und die war verbuggt. Jedes Mal, wo ich sie angesprochen habe oder kurz getroffen habe, hat sie angegriffen. Geil. Was das alles für Wert hat und so. Schon krass. Oh, jetzt sag ich nicht eine Falle dort. Ein Otterfell? Krass. Eine Angel könnte ich auch schon mitnehmen. Oh, das ist mir ein bisschen zu gut geschützt. Nice. Oh, noch eine Kiste. Ein Pferdefell. Oh, Riesensack. Einen Riesensack. Wieder ein Otterfell. Kommen denn die her? Krass. Hey, ich werde schon reich am Anfang. Das ist, glaube ich, eine Stahlaxt, Stahldolche. Schädel. Okay, danke schön. Sehr nett. Boah, die Zehensteine. Hier an den Wänden ist nichts. Wie die geglotzt hat. Okay, eine Schmiede haben die Ahnung. Was sind denn das für Leute? Ich tue dann ein paar Sachen zu ihr. Der Begleiterin Simitar. Dankeschön. Ich komme gerne wieder zu Besuch. Aber lebt schön weiterhin Ich rede ihn ständig an, aber nein. Okay, jetzt muss er aber in der Taverne sein. Irgendjemand braucht noch einen Alkohol. Ja? Ein Suyama, oder wie hieß der? Vielleicht er selber. Ja? Ja, und die anderen sind Flüge, hä? Ausgeflogen! Ja, wow. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich finde noch nicht den letzten. Ihr
braucht etwas? Ja, jemand da mit mir sagen. Hey, wieso bist du schneller gewesen? Wo könnten wir jetzt noch reingehen? Vielleicht ganz oben auf der Mauer? Hier waren wir doch auch drin, oder? Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Aber hier könnte jemand... Als Frau des zweiten Ratsherrn von Rabenfels wäre es mir eine Freude... Dann haben wir einfach mal reden. Ich habe geschworen, Ratsherrn Morwein zu beschützen. Und wenn nötig... Also dann gehen wir mal kurz hoch. Oder hier links, nein, hier wäre der Tempel. Und... Vielleicht könnte er auch draußen sein oder so. Aber, hier ist der Tempel, okay. Gehen wir mal ganz nach oben. Vielleicht gibt es hier noch eine Wache, die irgendwie speziell ist. Da ist eine Wache, hier ist eine Wache. Wenn ihr nach einer Überfahrt nach Wabenfell sucht, dann habt ihr Pech. Ich sage es euch nur ungern, aber gibt es keinen einzigen Brocken Ebenerz mehr. Ihr solltet einfach weiterziehen. Das ist der rote Berg. Und hier ist Himmelsrand. Gehen wir sonst mal da drüber. Jetzt nehme ich eben diesen grün leuchtenden Stein. Laser. Was ist, wenn wir hier runter ins Wasser fallen? Sterben wir dann? Ich versuch's nicht. Mein Leben ist mir noch sehr, sehr lieb. Ich wollte auch nicht so nah dran. Ich wollte nur kurz schauen. In der Schweiz sagt man dazu Güchsle. Zum Gucken. Da ist jemand. Bist du der letzte Säufer? Dich kenne ich nicht. Ja? Ist der. Derjenige, der eher mitkommt, als die Frau. Oder die Frau kommt eher mit, weil, ja, egal wie. Aber. Was ist das noch? Stachelgras, nirgends. Oh mein! Vielleicht ist hier oben ja die letzte Person. Erdstein, okay, eine Wache. Oh, hier sind mehrere. Hier in seinem Schrein. Und wo ist der Hauptmann? Vergessen haben. Aktivieren. Hier schuftest du, auf das du dich erinnerst. Der zwingt mich zu. Des Nachts holen wir uns wieder. Wieso habe ich jetzt wieder? Was bei Tage gestohlen wurde. Cool. So geil, hey. Also der Mord mit den Schiffen ist ein Geist. Wolkirchen. Weit von uns entfernt wächst er uns doch so nah. Unsere Augen waren einst geblendet. Aber wieso ist unten noch ein Ding? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ich hab ja noch nichts. Krass. Plünderer. Nordamerika und Gesundheit. Steigert Mark. Backkartoffeln. Also, ich möchte gerne gucken. Kann ich mal etwas ausrüsten, genau. Und haben wir noch ein Schild oder so? Schwer ist denn da nicht, also das. Du bist stark, Chavis. Dietrich, Rüstung. Piercing Combination. Okay. Ein Bogen. Ein Eisenbein. Und die haben jetzt einfach hier irgendwas erledigt im Wildschwein. Graue Eber, ja. Wo
Brustling, Wildschweinfleisch. Huggin Eisformer. Honigschnitte, ein Hut, Händlerkleidung. Nehme ich mit. Huggin Eisformers Notizbuch. Teil von passend Größe waren zu finden, dort sind wir möglich. Die Motivation, ich bin entschlossen, damit zu arbeiten. Jetzt mit dem Auslöschen, logische. So nichts anderes, wir sind mehr Material. Da bin ich als Bruchstuhlmäßig. Stahlerin. Okay. Also, da gibt ein bisschen Hinweise, dass wir irgendwie Stahlerin holen können. Hier ist ein Netsch. Geht's mal noch nicht in die Richtung. Ich will irgendwie auf ein Schiff gehen. Jetzt noch ein bisschen tauchen so. Aber ziemlich geil. Das ist geil. Also. So, also wo ist der letzte Säufer? Ich brauch doch jemand, der säuft. Aber wieso habe ich den unter... Ah, vielleicht sie. ja. Sucht ihr Tränke, ja. Zutaten, Alchemistenvorräte? Sie kann gerne trinken, dann sieht man, wo das Alkohol bleibt. Ich sollte ein wenig davon in meinen nächsten Trank mischen. Wer weiß, was dann passieren würde. Wie geil, wir haben es abgeschlossen. Aber sie war vorher noch nicht dort, oder ich habe sie einfach nicht gesehen. Nein. Lol. So, also, Quest Nummer 1 abgeschlossen. Guten Tag. Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den besten Suyama, der euch je über die Lippen kommen wird. Ich habe den Satis Suyama wie gewünscht verteilt. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die Gäste hereinspazieren. Hier, euer versprochener Bonus. Wow, geil. Wir können den Wächter noch holen. Was wird von der Stadt gebaut? Aber es wird vor der Stadt gebaut. Da ist der Erdstein. Und auch ein Schrein. Warum baut ihr einen Schrein vor der Stadt? Bauen wir das? Ich habe davon geträumt. Ich auch. Gut, danke schön. Passt auf euch auf, Fremdling. So. Jo. Dann geht's im nächsten Part mal raus. Wir erkunden die Insel. Wir haben sicher ein paar Abenteuer. Wir sehen uns den Vulkan nochmal an. Und ja, die zwei besonderen Städte noch hier auf Solstheim. Und dann können wir wieder zurück, da wo wir gewesen sind. In den ersten 10 Parts. Ja, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.